Doch bevor dieses Rattenloch meine göttliche Empusa krank macht, lassen wir euch alleine, um euer wahres Opfer zu wählen. Captain Valera kommt umgehend wieder, um den Ersatz zu holen. Und macht diesen Fehler nie wieder. Mein Gebieter, seht euch das erleichterte Gesicht des alten Mannes an. Weil er verschont geblieben ist. Haha, welche Freude. Ah, so dankbar und erbärmlich. Es ist sein Glückstag. Bist du sicher, Geliebte, dass ich ihm nicht ein Auge ausstechen soll? Als Spielzeug für unsere Elisabeth. Nein, nein, mein Geliebter. Lass ihm die Augen. Schlitz nur seine Kehle auf. Wie sie saß, Angel, die Utwer dort nicht an Evil ab. Abkapat. Skree. Das war grässlich. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest, mein Kind. Äta war schon immer ein gefährlicher Ort. Jetzt herrscht Chaos in schlimmster Form. Kennst du die beiden? Es sind Graf Raum und Gräfin Empusa. Die Wraith-Aristokraten waren schon immer böse. Sie leben im Überfluss, während die Bauern hungern. Doch das ist mir neu. Sie fordern Blutopfer. Hast du gesehen, wie er lief? Zeitverschiebung, eine Spezialität der Wraith. Wie gutes Aussehen und Charme. Ich kann mir das nicht tatenlos ansehen. Zuerst müssen wir sehen, was genau hier los ist. Der könnte es wissen. Sollen wir ihm folgen? Ja, hier haben wir gesehen, die Bewohner von Eta, die Wraith, Wraith? Ja, irgendwie, sind so eine Art Vampir-ähnlich, aber wie wir auch gehört haben, haben sie früher noch nie, Blutopfer gehabt. Deswegen, eklig. Deswegen müssen wir auch mal schauen, was hier noch so, abgeht. Wir haben auch gerade eine Figur gesehen, die uns gesehen hat. Da könnten wir eigentlich mal hinterher. Aber ich gucke trotzdem erstmal nochmal auf die Karte. Was es denn noch so hier an interessante Sachen so zu erforschen gibt. Okay. Ich habe gerade gesehen, hier in die Richtung gibt es ein Rifttor. Das hätten wir dann, glaube ich, auch schon erforscht, glaube ich. Wenn es wirklich da lang geht, ist doch da, oder? Ja, sag ich doch. Ist doch hier vorne. Ein Rifttor. Dann weiter rechts ging es auch weiter. Da will ich aber erstmal noch nicht lang. Mist. Hätte ich ja eigentlich ahnen können, dass da Gegner auf uns zukommen. Ich habe eigentlich keine Lust auf die. Aber ich könnte... Das hast du wirklich gemacht, oder? Greift der mich an? Einfach so. Überlebst du nicht? Glaube ich nicht, ey, dass die Angriffe nicht treffen. Mann, ey. Schon mal ein bisschen Energie. Boah, ey, das. Der haut auch recht gut rein. So, jetzt mach doch mal das Gem. Meine Fresse. Das ist ja echt heftig. Und ich habe auch gleich keine Energie mehr. Muss ich echt aufpassen. So, zu Skree wechseln und mir die Energie holen. Nur ganz wenig, ich sag ja, es ist nur ganz wenig. Ich wette, ich muss noch einen Kristall einwenden später. Wenn dann die richtigen Kämpfe anfangen.
Mann. Teilweise ist es echt zu kotzen. Also, ihr merkt es schon. Ich bin ein bisschen aufregen, weil es so ein bisschen doof ist. Das ist Rifttor. Das ist noch ein Gegner. Zwei Gegner sogar. Leckt mich am Arsch, ey. Na, ist er ja. Ich dachte eben gerade, Skree kommt nicht hinterher. Ich wollte nur zum Rifttor. Später komme ich vielleicht nochmal dahin. Aber erstmal gehe ich den Typen hinterher, ey. Das ist ja mal... Kacke. Nee, ich gehe erstmal in die Richtung. Erforschen ist jetzt abgesagt. Ich gehe später da lang. Wow. Wow, ganz schön viele Sachen. Viele Sachen zum kaputt machen. Ich mag kaputt machen. Und ich wette, hier ist nicht mal was drin. Ja, aber ja, klar. Nichts. Nicht ein bisschen. Und trotzdem kann ich hier langlaufen. Was gibt es denn? Oh. Oh ja. Das ist doch mal schön. Nee, jetzt habe ich nur... Achso, ich hatte gar keinen Kristall gehabt. Jetzt habe ich einen. Okay. Dafür hat sich der Aufwand gelohnt, da lang zu laufen. Aha. Da ist er lang. Und ich wette, großer Platz, Gegner. Bitte nicht. Bitte nicht. Wenn, dann sollten sie auch ein bisschen die ganzen Sachen hier besser platzieren. Und nicht so schlecht, also... Ja, wieder nicht erwischt. Hier. Ey, was ist denn das, Mann? Hier. Gibt's doch nicht, dass das mir... In dem Moment, wo ich auflade, wieder aufgeladen werde, greift der mich an, ey. Das gibt's doch nicht. So, jetzt der letzte, ey, und der gibt wieder, der wird wieder so stark, dass ich wirklich nur die Standard-Kombos benutzen kann, weil die mich am besten wirken. Ey, ohne Scheiß an. Nein, ey, gibt's doch echt nicht, ist nicht wahr. Boah, ey. Leck mich am Arsch. Das kann doch nicht, ey, das ist echt nicht wahr. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber blöd habe ich mich nicht angestellt, weil die Steuerung einfach echt ungenau ist. Manchmal. Versuche ich was zu machen, aber es geht einfach nicht. Mann, ey, hab ich mir wieder dumm aufgeregt, ey, wegen so einem Schrott, ey. Ey, 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 ist ganz schön oft, ey, fällt mir auf. Dreckigen Viecher. Hässlichen Hässlon-Viecher. Mann. So ein scheiß Kraftstein hätte ich gerne jetzt. Und Tür soll jetzt aufgehen. Geht doch. Jetzt sind wir wieder irgendwo im Haus. Na, mal schauen, wie weit wir kommen. Hier ist eine Leiter. Ich gehe mal hoch. Vielleicht gibt es da was Interessantes. Und da unten waren Kisten. Verdammt. Hab ich gesehen.
Ja, okay. Wir hätten auch eher wirklich lang runterlaufen müssen. Also, da hoch meine ich. Da bitte, ja. Danke. Irgendwie so ein Viechchen, dass sie runterrutschen kann, haben sie nicht eingebaut. Na toll. Gibt's hier vorne noch was? Die Tür geht bestimmt nicht auf, deswegen hätten wir nach oben gehen müssen. Deswegen haben wir ihn ja gesehen. Jetzt bin ich nur nach unten gegangen, um die Kisten kaputt zu machen, wo nichts drin ist. Ah, na toll. Super. Die größte Freude. Das Dreh kommt gar nicht hoch. Hat anscheinend irgendwie keine Lust. Ja, Kamera spielt jetzt gerade auch ein bisschen verrückt. Ich schalte mal kurz um zu Skree, damit er auch mal hochkommt. Der Idiot. Wenn ich es nicht schon selber mitbekommen habe, sage ich das trotzdem nochmal. Ach nee. Oh nee. Das stimmt gar nicht. Unten hätte ich langlaufen müssen. Egal, ob ich oben oder unten lang laufe, die Cutscene kommt automatisch und es ist trotzdem unten. Oh, gibt's da echt nicht. Kann nur nicht wahr sein. Mann. Nein. Gut. Hey, jetzt auch immer läuft Gender lang. Egal, jetzt können wir erstmal hier lang. Ja. Früher oder später, wenn wir das hier auch hinkriegen. Früher oder später. Vielleicht auch nur später. Die weite Landschaft ist immer noch voller Berge und total trostlos, traurig, regnerisch und grau. Hab ich vergessen. Aber auf jeden Fall müssen wir den Typen erstmal fordern. So, wir sind wieder irgendwo drinnen. Wir gehen auch immer tiefer hinein in den Bau. In den Kaninchenbau. Hey. Die Figur ist zwar nicht die richtige, aber könnte man fast vermuten. Alice im Wunderland. Nee, Jen in Wunderländern. Und geht immer weiter in den Writh. Da unten versteckt sich jemand. Geht jetzt fort! In Wrathbau. Was ist hier unten? Geht jetzt fort? Du musst mir einiges erklären, Junge. Deswegen bin ich doch hier. Da ist nicht mal was drinne. Ich guck mich trotzdem mal ein bisschen um. Ich muss nicht gleich zu ihm laufen. Ich hätte doch schon gerne wieder so einen kleinen Kristall, der so mir so schön Energie gibt. Ha. Wo soll der Typ sein?